Bonjour und willkommen zurück, Leute, zu Demetrius the Big Cynical Adventure und bonjour, Metremeter. Namaste, Luke. Namaste. Einfach mal ganz indisch passend in Frankreich. Wir sind zurück in Björns Wohnung, da wir das Fingerabdruckset ergattert haben vom Polizeichef. Und da dachten wir uns, gehen wir doch mal in die Wohnung, um uns ein paar Fingerabdrücke zu holen, falls hier welche sind. Die Tür kann man allerdings nicht benutzen, das habe ich schon ausprobiert gehabt. Obwohl ja hier, wie Maitre schon offline erwähnte, hier die Scheibe eingeschlagen ist, die kann man nicht benutzen. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen doch einfach mal zur Statue hin ins Schlafzimmer und probieren mal aus bei der Statue, wo ja da irgendwie was geklaut wurde oder so. Ja. Dass wir die dann das Ding da mal ausprobieren. Warte, oh, jetzt bin ich hier aufgekommen. Fingerabdruckset, Statue. Vogel. Seltsam, ich kann keine Fingerabdrücke am Vogelkopf finden. Vielleicht hat der Dieb etwas anderes berührt. Ja, yeah, vielleicht bei den Tafelzeichnungen, weil hier dieses Ding ja fehlt. Hat unser allseits geliebter Dieb hier seine schmierigen Finger gehabt? Bingo! Yeah! Hector hochnehmen Fingerabdruck. Cool. Ich habe das Fingerabdruckset in meinen Mülleimer geworfen. Es hat keinen Nutzen mehr. Wie jetzt? Oh Gott. Wieso wirft er das denn jetzt weg? So klar. Mach mal. So. Aber er wollte das doch zurückgeben und es war voll nett von dem, dass er das bekommen hat. Ja, mal gucken, wie er da rauskommt. So ein Arsch, ey. Naja, so kennen wir den Björn Thun. Fingerabdruck haben wir, jetzt brauchen wir eine Tonbandaufnahme. Da ein ne? Keks. Sicherlich könnte man hier auch noch einen finden. Ah, ich sehe ihn. Am Gemälde, aber ist schon richtig. Unten rechts. Ah, ja, genau. Ein Keks. Und der ist ganz sicher keine Fälschung. Juhu! Cool. Keksfuchse. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie viele wir hier überhaupt je gefunden haben. Aber wenn wir schon mal dabei sind immer. So, ja, warte. Dann müsste das jetzt hier, oder nicht? Genau. Beweise. Wir haben einen Fingerabdruck. Dann brauchen wir doch noch dieses Sprachgeschichten-Ding. Die Aufnahme? Geh nochmal auf. Nee. Ja, da steht das. Die Aufnahme, da stand das eben. Was? Was wir brauchen. Wenn du nochmal auf... Was meinst du? Visueller Beweis, eine Aufnahme und Fingerabdrücke. Letzte Zeile. Visueller Beweis, Aufnahme. Genau, aber wir haben... Wo ist denn das Aufnahmegerät von der Sandra? Hä? Das hat die schlaue Sandra ja noch nicht gefunden. Ach ja, genau, wir haben das ja noch gar nicht bekommen. Dann gehen wir mal zu ihr hin. Quasseln nochmal mit ihr. Können wir da einfach rein? Wir klopfen mal. Sandra! Ja. Kann auch schnell. Die Kleine bestimmt. Björn, ich würde es sehr begrüßen, wenn du die Klingel benutzen würdest. Die Installation hat mich 100 Euro gekostet. Ja, ja. Junge, 100 Euro für die Installation einer Klingel. Sie wurde übers Ohr gehauen. Okay, Rekorder. Und, hast du dein Tonbandgerät gefunden? Nein, tut mir leid, ich habe noch nicht gesucht. Warum suchst du nicht nach den fehlenden Zutaten für mein Rezept, während ich danach suche? Ach ja, richtig, da war ja was. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass die beiden Aktionen verbunden sind. Na toll, dann müssen wir... Sag mal, Björn. Ah? Weißt du, wer die Tapete neben dem Aufzug abgerissen hat? Ich muss los. Tschüss. Okay. Das waren nicht wir. Gut, dann müssen wir also die Zutaten finden. Moment. Eins führt hier zum anderen. Pilze, Honig, ja, die Bienen. Die Eier auch noch. Und den Rum hätten wir ja schon. Den Rum. Also Eier und Honig. Okay, wo haben wir denn mal Eier gesehen? Eier. Gibt es irgendwo einen Kühlschrank? Oder einen Hühnerstall? Oder vielleicht am Eisstand? Meinst du? Eier-Eis. Dann gucken wir mal beim Polizei. Ja, nee, mit Sicherheit nicht. Ach so. Nicht Verhafteten. Genau, ne? Also eher. Oh, guck mal, wer hier sitzt, die kleine Caroline. Ach, guck mal. Und hier ist am. Spielt Nintendo. Was ist die denn da? Hey, achso, ich mach die Caroline. Natürlich. Hey, ich kenne dich. Sandras Tochter? Bist du Caroline? Ja, und? Ach, hier, die hat hier Eiern und so. Ach, da war doch auch das Nest oben bei dem Typen, der da, ja, weißt du noch? Richtig. Da war doch ein Nest oben, da sind genau.
Ich habe mit deiner Mutter geredet. Ach ja. Sie hat ein paar schlimme Sachen über dich gesagt. Wirklich? Gut, dass du es mir sagst. Ich werde ein Wörtchen mit ihr reden müssen. Ich bin sicher, du tust nur so, als wärst du erwachsen. Eigentlich bist du ein Feigling. Das sagt man doch nicht. Ich? Ein Feigling? Ich werde es dir zeigen. Ich liebe Horrorfilme. Ich weiß, wie man auf Bäume klettert. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Und vor 2 Tagen habe ich sogar ein Bild von echten Dieben gemacht. Was? Wo war das? Vor meiner Haustür. Sie haben versucht, die Tür von meiner Wohnung zu knacken. Aber das ist meine. Oh, du bist also derjenige, der diese seltsamen Geräusche macht, die wir manchmal hören? Das hier ist nicht das Problem. Fahr bitte fort, erzähl mir mehr. Ich habe Geräusche gehört, deswegen habe ich nachgesehen. Mama hat geschlafen. Mit meiner Spezialspionageausrüstung konnte ich mich reinschleichen, ein Bild machen, ohne dass sie es gemerkt haben. Ich sollte dir das nicht mal verraten. Mama würde mich ausschimpfen, wenn sie es wüsste. Das müssen meine Banditen gewesen sein. Zeig mir das Bild. Niemals! Gib mir das Foto! Nein! Doch, das wirst du! Nein! Und ich sehe echt nicht ein, warum ich das tun sollte. Du wirst es tun, weil ich dich darum bitte. Also gib es mir. Auf keinen Fall. Was, wenn ich dir etwas im Austauschwaffe gebe? Was zum Beispiel? Mal sehen, wie wäre es mit einem leckeren Eis? Wie geht's? Okay, dann wie wäre es mit einem Stofftier? Weiß nicht. Vielleicht, aber nicht irgendein alter, verrotteter Teddybär. Dann sehe ich mal, was ich finden kann. Jetzt können wir hier... wie wär's mit die Eier? Ja. Sag mal, du hast mir doch gesagt, du weißt, wie man auf Bäume klettert, oder? Ja, aber für dich mache ich es nicht. Aha, ach komm schon, es gibt da ein paar Eier auf ein paar Bäumen, die ich gerne hätte. Du willst Bäume? Nein, die Eier. Okay, mache ich nicht. Was kann ich tun, um deine Meinung zu ändern? Wie lautet dein Angebot? Nicht schon wieder. Hey, so funktioniert das Leben. Jeder Job verlangt nach einer Belohnung. Vielleicht bist du doch nicht so dumm. Aber du bist ein nerviges Göre, so viel ist sicher. Was hättest du denn gerne? Naja, ich habe meine Mama gebeten, mir zum Geburtstag einen Tennisball zu kaufen. Aber das hat sie nicht getan. Ich habe bloß ein X von 9 bekommen. So enttäuschend. Wenn ich einen hätte, könnte ich die ganzen Fenster deiner Nachbarn anwerfen. Das würden diese Idioten eine Lehre sein. Ich glaube, ich verstehe, warum sie dir keinen gekauft hat. Na, aber wen kümmert, solange ich die Eier bekomme? Ich gebe dir einen. Weil er ja nicht die Kohle hat, mal in den Supermarkt zu gehen, ein paar Eier für seine scheiß Suppe zu kaufen, ne? Ganz ehrlich. Echt. Toll. Okay. Dann wollen wir ihr doch mal was andrehen, oder? Also... was ist denn hier mit diesem ganzen Spielzeuggedöns? Stofftiere ohne Ende. Wie wäre es mit dem hüpfenden Plüschhasen oder so? Kann man ihr davon nicht einfach irgendwas geben oder muss es jetzt wieder aus der... Ich glaube, da wir das ja nicht im Inventar haben. Dann die Computermaus. Also komm, nimm sie. Ja. Hey, sag mal. Dein Handy kann doch auch Stimmen aufnehmen, oder? Natürlich kann es das. Also normalerweise, aber das Mikrofon ist in meinem kaputt. Das ist so nervig, ich kann dieses lustige Spiel nicht mehr spielen. Brüllt der redende Scheißhaufen. Es wiederholt alles, was man sagt und macht daraus Schimpfworte. Genial. Ach, schade. In meiner Welt funktioniert nichts, wie es sollte. Wie kriegen wir das denn jetzt mal hin? Wie wär's mit der Porno-DVD? Unbedingt. Oh, scheiße. Ich wette, den hast du noch nicht gesehen. Doch, habe ich. Das ist der mit den schmutzigen Schweinen, die versuchen, Schneewittchen zu... Hey, bitte keine Spoiler. Oh, scheiße. Sag mal, wegen diesem Bild, wo ist das? Auf meinem X von 9 natürlich. Ist das neueste Modell. Es macht Bilder mit einer Gigaphenom XDHD-Auflösung. Okay, aber wie wirst du mir das Bild dann geben? Du kannst es doch nicht mit deinem Handy ausdrucken, oder? Ernsthaft? Lebst du im letzten Jahrhundert oder was? Ich kopiere es natürlich auf deinen Pico-WD-Card. Was ist eine Pico-Dings-Card? Du bist so zurückgeblieben. Das sind kleine Speicherkarten, die man in alle Smartphones stecken kann. Mein Handy hat keine. Was für eine Überraschung. Es hat gewiss noch eine Antenne, oder Opa?
Hey, es funktioniert einwandfrei und ich kann Leute damit anrufen. Das ist das Wichtigste. Ja, das stofft hier. Guck mal, jetzt wird's auch angeboten. Was für ein Stofftier möchtest du? Keine Ahnung, du bist derjenige, der es vorgeschlagen hat, Opa. Stimmt, aber ein bisschen Hilfe wäre nett. Wäre es das? Ja. Dann nicht, es wird lustig zu sehen, wie du überall suchst. Du kleines... Keine Ausdrücke, sonst lösche ich das Bild. Siehst du, nur einmal hier tippen und es ist weg. Okay, okay, ich gehe überall hin. Lass das bitte nur, ja? Stofftier geben. Wo ist mein Stofftier? Ah, und jetzt können wir ihr das geben. Wie wäre es mit dem Katzenkopf? Oder den hüpfenden Plüschassen oder den hüpfenden. Aber dann sagt sie bestimmt, der springt so nicht. So eine Rotzke braucht einen abgerissenen Katzenkopf. Ah, oh, was für eine süße Katze. Eigentlich ist es bloß ein... Ich liebe sie. Was? Wirklich? Ich werde mich mein ganzes Leben lang darum kümmern, bis ich sterbe. Dieses Kind hat echt Hirnschäden oder so. Ich nehme sie, danke. Großartig. Jetzt zeig mir das Bild. Hier ist es. Das ist das. Cool. Das ist aber nicht der Einbrecher. Was ist das? Willst du mich verarschen? Na klar. Ich glaube, ich muss mich deutlicher ausdrücken. Du zeigst mir jetzt das echte Foto. Sofort. Warum gefällt dir das hier nicht? Du... Okay, okay, reg dich ab. Hier ist es. Oh. Jetzt sehen wir zum ersten Mal hier den Einbrecher, ne? Aber den kennen wir ja auch schon. Ja. Und nun? Glücklich! Darauf kannst du wetten. Du hast ja auch ganz schön Zeit gelassen. Also, wie gibst du mir jetzt das Foto? Ich habe es dir doch gesagt, du brauchst eine Pico-VD-Karte, damit ich dir die Datei darauf kopieren kann. Ja, haben wir ja. In Ordnung. Machen wir sehen. Hier, ich habe die hier gefunden. Funktioniert die? Lass mich mal sehen. Hey, du hast wohl deine Brille vergessen, Opa. Auf der Seite steht Pico-VD-Card 512 GB. Ich und Technik, weißt du, also, funktioniert sie? Wir werden sehen. Hoffen wir mal, es ist keine dieser Fälschungen, sonst könnte ich mein Handy damit kaputt machen. Ja, das wäre, ja, bedauernswert. Und? Sie ist okay, ein bisschen langsam, aber es hat funktioniert. Ja, yeah, super. Juhu. Jetzt verschwinde, Opa. Ich brauche Ruhe, um Angry Turd zu spielen. Kinder heutzutage. Die kleine Caroline. Ist doch ein ganz süßes kleines Ding. Was macht diese Werbung für einen Schminktisch da? Oh, ich erinnere mich. Ich habe ihn kurz nach Eröffnung meines Ladens vor 6 Jahren verkauft. Mhm. Oh, wen haben wir denn hier drin? Oha. Du bist der Kunde. Ja. Oh, da sind sie ja. Sie sieht irgendwie so ein bisschen asiatisch aus, oder? Da sind sie. Schon wirst du so... Meinen Sie sie nicht auf Videoladen? Tut mir leid, ich war ein wenig beschäftigt. Und lassen Sie die Tür immer weit offen, wenn Sie gehen? Es kann jeder hereinspazieren. Du kannst ja dann noch so einen Dialekt machen. Es kann jeder hereinspazieren. Nein, Quatsch, musst du nicht. Er hat recht, ich muss irgendwann dieses Türschloss reparieren. Tut mir leid, sind Sie hier, um einen unserer wundervollen Gegenstände zu kaufen, oder? Ich habe ein paar Sachen, die ich loswerden möchte. In Ordnung, Monsieur. Was sind das für Sachen? Verschiedenes. Sehen Sie, hier zum Beispiel 12mm Pistolen, die ich selten benutze, und ein... Hey, Moment mal, wie kommt es, dass Sie so etwas haben? Haben Sie einen Waffenschein? Oh, tut mir leid. Ich glaube, ich habe ihn zu Hause gelassen. Ist das ein Problem? Naja, das hier ist ein Antiquitätenladen. Wir verkaufen nur alte Waffen. Sind Sie, Cecil? Ich meine, ich kann Ihnen dafür ein tolles Angebot machen. Naja, vielleicht könnte das ja doch eine gute Gelegenheit sein. Ich brauche sowieso eine Waffe für meine Verkleidung. In Ordnung, ich kaufe die Waffe, aber nur eine. Schön für Sie. Ich gebe Ihnen dafür, Ja, 0,5. Nee, wie viel haben wir denn? 40? Oder was haben wir? Das sind ja nur Jahrmarktmünzen gewesen, oder? Oder? Also unser normales Geld waren 25 Cent, glaube ich. Okay. Ja, schade. Ja, 25 Cent. Ich kann Ihnen genau 25 Cent geben. Das ist alles, was ich noch in meinen Taschen habe. 25 Cent für eine Waffe?
Glauben Sie, das ist ein Spielzeug aus China? Aber mehr kann ich Ihnen nicht geben. Ich habe kein Geld mehr übrig. Okay, ich verstehe es. Ich bin weg. Nein, nein, gehen Sie nicht. Ich habe eine Idee. Würden Sie sie gegen etwas Wertvolles eintauschen? Zum Beispiel? Oben habe ich ein unglaubliches Meisterwerk. Es kostet 10.000 Euro. Es ist mein wertvollstes Stück. In Ordnung, ich nehme es. Eine Minute bitte, ich bringe sie Ihnen. Und jetzt macht er bestimmt... Wie will er denn nach oben gehen? Verzeihung? Ja? Ich könnte hier ein wenig Hilfe gebrauchen. Ah, diese Statue ist oben, aber etwas blockiert den Weg. Etwas. Ich verstehe. Können Sie mir helfen, das zu bewegen? Wie haben Sie das dorthin bekommen? Lange Geschichte. Oh, jetzt hilft er ihm nämlich. Dann kommt er nämlich endlich nach oben. Wow. So. Toll, danke. Und jetzt holen Sie bitte schnell die Statue. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Okay, rühren Sie sich einfach nicht von der Stelle. Jetzt können wir nach oben gehen. Juhu. Schön. Okay, dann können wir uns ja hier mal in Ruhe umschauen. Ich fange mal einfach ganz oben an. Kiste. Irgendeine ägyptisch aussehende Kiste. Oder vielleicht aztekisch. Wen interessiert? Es ist sowieso nichts drin. Nichts Nützliches in dieser schicken Kiste. Ack. Oh, ein Keks. Ein Keks. Direkt gefunden. Hey. Ist ein Keks oder ein versteinerter Fisch? Ich nehme ihn so oder so mit. So, Aquarium. Es ist seltsam, aber alle Fische, die ich hier reingesetzt habe, sind nach einer Weile verschwunden. Der Sand da drin muss wohl Treibsand sein. Ich frage mich, ob die Fische vielleicht einfach rausgesprungen sind. Nee, Treibsand, definitiv. Computer, ein Computer aus den 80ern. Es waren ein paar Handbücher dabei. Ich habe auch ein paar Spiele in coolen Verpackungen. Tennis, Fußball, Volleyball, die ganzen Klassiker. Kassettenständer. Kassetten, was für Erinnerungen. Die Freude, wenn aus dem Band mit den Lieblingsliedern Bandsalat wurde. Oder die Freude, wenn unsere Lieblingslieder mit den Gesangsanlagen unserer Geschwister überschrieben wurden. Radio. Oh, da läuft jetzt Radiomusik. Die lassen wir mal ein bisschen laufen dann, hier. Ja, geh noch mal ein bisschen links weiter. Da ist ein Keks, glaube ich. Nee, neben dem Radio. Da Zettel und da daneben. Zwischen Radio und dem Zettel. Nee, hier ist nichts. Ganz rechts der Zettel neben dem Radio. Nein. Und da... Da ist kein Keks. Aber groovige Musik. Nein, hier ist wirklich kein Keks. Du bist zu schnell mit der Maus. Hier ist kein Keks. Langsam werde ich sauer mit. Okay, da ist kein Keks. So, Porträt. Das ist meine Tante, als sie schwanger war. Es ist allerdings seltsam. Sie hatte nie ein Baby. Ein Porträt von meiner Tante, bevor sie ihre Fettabsaugung hatte. Ja, so muss es sein. Vase. Sieht aus wie eine Vase, aber es ist keine. Da ist kein Loch drin. Wie nützlich. Meine Taschen sind nicht groß genug, um solch ein nutzloses Zeug herumzuschleppen. Bauer. Dieser Bauer war Teil eines riesigen Schachbretts, das ich verloren habe. Ich würde ja spielen, aber da gibt es zwei Probleme. Ich kann kein Schach spielen und ich bräuchte einen riesigen Gegner. Ja. Wertvolle Statue. Ich glaube, die brauchen wir. Das ist meine wertvolle Statue, aber es gibt ein winziges Problem. Sieht aus, als wollte die Katze nicht gestört werden. Toll, wie komme ich jetzt an meine Statue? Hey, was macht die Katze hier? Ich frage mich, wie lange sie schon hier ist. Du erinnerst mich an Tantchens Katze. Wie war noch gleich ihr Name? Ach ja, Pissy. Vielleicht können wir tatsächlich mit der Maus was anfangen. Gemälde? Ich habe sie selbst gemalt, aber warum verkaufe ich kein einziges? Niemand versteht meine Kunst. Ich bin sicher, ihr Wert wird in die Höhe schießen, wenn ich tot bin. Ich kann es nicht erwarten. Magazine, Angebot 1 Euro. Sieht aus, als wären all die Magazine mit den schönen Bildern schon weg. Verflixt. Bloß langweilige Zeitungen mit langweiligen Artikeln. Wow, sogar die Werbung darin ist langweilig. Gefäß. Dieses Gefäß enthält die Asche von Herzogin Carnivali, Tochter des Schriftstellers Peter Carnivali aus dem, was? Ein 19. Jahrhundert, bla bla bla. Wie interessant. Hm. Mal damit.
So, das gibt ein perfektes Gefäß ab, um Dinge darin zu lagern. Jetzt haben wir eine Urne. Nee, ich glaube nicht, dass mich deswegen heimsuchen wird. Um ehrlich zu sein, sie wird vermutlich dankbar sein, dass sie endlich frei ist. So, Flagge. Eine Flagge für Zahnland. Ein Land voller Zahnsätze. Ja, ich geb's zu, Zahnland existiert nicht. Das ist bloß ein Bild von Unterhöschen für Omas. Ja. Ups, sieht aus, als hätte ich vergessen, den Made in China Aufkleber zu entfernen. So ist es besser. Lampe. Ah, jetzt können wir die Lampe hier anmachen. Okay. Und aus, an, aus. Uhr. Diese Uhr zeigt immer umgedreht an. Diese Uhr zeigt die Zeit immer umgedreht an. Man muss also seinen Kopf drehen, um die richtige Uhrzeit zu sehen. Ich wette, die wurde von Ärzten entwickelt, damit die Leute Kopfschmerzen bekommen. Puh. Oder vielleicht ist es andersrum, ein Werkzeug, um einen steifen Hals zu heilen. Oder vielleicht habe ich sie nur falsch herum aufgestellt. Oh, Björn, ey. Steckdose. Ah, deswegen hatte ich also so viele Probleme mit dieser Steckdose und einen Keks bekommen. Wow. Nein, sieht aus, als könnte ich meine Finger nicht reinstecken. Besenstiel. Das könnte sich tatsächlich als nützlich erweisen. Ich nehme es mal mit. Okay. Hector, hoch Perücke. Das soll die Perücke werden. Okay. Yep, das würde eine tolle Perücke abgeben. Das perfekte Werkzeug für eine Prinzessin. Feine Hausfrau. Schmuck. Wertvolle Halsbänder und Uhren für die Kunden. Ich kaufe sie für 5 Cent ein. Ich brauche sie nicht wirklich und ich bin zu faul, den Schlüssel dafür zu holen. So, haben wir dann alles, also wir haben zumindest 2 Kekse jetzt hier, glaube ich, gefunden. Guck nochmal beim Schmuckbrett unten links, der Ohrring, ob das nicht ein Keks ist. Wo? Bei den Ohrringen? Beim Schmuckbrett, unten links der. Ich glaube nicht, dass ich da in diese Sammlung gehört. Jawohl, Maitre, damit haben wir 3 Kekse hier gefunden und probieren jetzt nochmal das mit dieser Computermaus aus und der Katze. Ja. Hey, Herr Pissi, spiel damit. Keine Reaktion, das schien mir aber so eine gute Idee zu sein. Vielleicht kann ich die Maus verbessern. Die Springmaus nehmen. Ja, aber das wird die... Weiß ich nicht, ob wir das nehmen können. Probieren. Welche Springmaus? Das Ding hier, das nicht springt? Nee, das ist der hüpfende Hase. Ja, da kann ich nicht drauf drücken. Das macht er von alleine. Also alles, was hier drin ist, muss von alleine kommen. Okay. Wie wär's denn mit dem Futter? Konservendose? Kann keine Tierquälerei begehen, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. komm, ich spiel damit. Das schien mir aber so eine gute Idee zu sein. Vielleicht kann ich die Maus verbessern. Wir müssen die irgendwie pimpen, diese Maus. Ja, nimm doch das Feuerzeug, zünd sie an. Brenn, brenn und werde zur Asche. Was? Bringt nichts. Ja, die Schere. Ja. Ein Stück kürzer. Den Schwanz abschneiden? Niemals, armes Mäuschen. Wird die denn mal... Weiß ich nicht. Das Gefäß über den Kopf stülpen. Ich fürchte, die Maus wird sie nicht öffnen können. Irgendwas müssen wir mit der Computermaus noch machen. Die noch umändern oder so. Denn irgendwie müssen wir da ja rankommen. Das ist dem Computer, der da oben im Regal steht. Kann man die Maus da nicht anschließen? Ein Keyboard ist da, ein Controller. Dieser Computer ist viel zu alt, um mit einer Maus kompatibel zu sein. Keine Kassette. Nee, das stimmt. Gut, um darin ein paar Dinge aufzubewahren. Ich sollte aber Flüssigkeiten vermeiden, die passen nicht gut zu der Asche. Die ja eigentlich draußen ist, ne? Was können wir denn mal... Dann gehe ich erstmal nochmal runter. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas mitmachen können. Vielleicht findest du als Keks... Lux... Fuchs... Sucher ja noch einen Keks hier, den wir irgendwann mal nicht gefunden haben. Wie zum Beispiel den da auf dem Tisch. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ein Kind hat letzten Monat hier einen Keks hingelegt. Oh, okay, ich habe noch einen gefunden. Vielleicht können wir auch noch gar nicht mit die Maus irgendwie aufpimpen oder so.
Was können wir denn mal überhaupt mit unseren Sachen noch machen? Ich überlege gerade mal so. Achso, ich kann gar nicht weggehen. Achso. Hey, aber wohin gehen Sie denn? Mir ist gerade etwas Wichtiges eingefallen. Und? Sie lassen mich hier allein in Ihrem Laden? Ja, ich werde nicht lang weg sein. Ich hoffe es. Okay, dann können wir weggehen. Vielleicht können wir ja mit der Kleinen reden. Oder hier, ich guck mal, ob der Eisverkäufer noch da ist. Ob sich hier auch irgendwas geändert hat. Vielleicht brauchen wir den Tennisball. Ah. Klar, den brauchen wir. Er schon wieder. Hallo, möchten Sie ein Eis? Aber was machen Sie denn da? Nichts. Nada. Verdammt, ich kann das nicht direkt vor seinen Augen machen. Den brauchen wir doch für die Kleine. Nicht vor seinen Augen. Wie lenken wir ihn denn mal ab? Können wir hier dann doch mit dem Sonnenschirm was machen? Oder die Waffeln verkorksen? Oder alleine sein T-Shirt, ne? Ich dachte, der Sinn und Zweck von Sonnenschirm ist es, Sonnenstiche zu vermeiden. Warum hat er ihn zur Seite gedreht? Können wir hier, vielleicht können wir den zerschneiden? Bitte drehen Sie meinen Schirm nicht. Ich habe den ganzen Morgen gebraucht, um ihn einzustellen. Oh, keine Sorge, ich wollte ihn nicht drehen. Nur manipulieren. Was haben Sie gesagt? Nichts. Irgendwas können wir bestimmt mit seinem Schirm machen. okay. Was kann ich denn mal machen? Nee, hast du eine Idee, wie wir ihn ablenken können? Oder was? Konservendosen in die Waffeln? Ja nun, wenn ein Kind da reinbeißen würde, wäre der Verkäufer in ernsten Schwierigkeiten. Da muss man doch was machen können. Und wenn wir die Preise ändern mit so einem Edding, wäre auch gut, ne? Aber müsste er sich mit Kunden auseinandersetzen, aber das ist etwas zu weit hergeholt. Papier. Wollen wir den Vierkantholz daraus machen? Ah, dieses Papier sieht mysteriös aus. Es muss wichtig sein. Druckertest. Prüfen Sie die Farbpatronen. Ich hoffe, das ist Wein. Ja, Wein ist gut und Modrigkeit macht ihn nur noch besser. Tja, Verkehrsschild. Tja, also er darf halt nicht sehen, dass wir den Tennisball nehmen. Was könnte den denn mal ablenken? Was interessiert ihn denn? Kein Umtausch. Fragen wir ihn doch mal. Cool, ich bin froh, dass Sie noch hier sind. Ich habe leckere Eibchen für Sie. Autsch, jetzt habe ich gerade ein kleines technisches Problemchen kurz gehabt. Mir ist mein Kopfhörer runtergefallen. Entschuldigung, da bin ich wieder. So. Ich habe leckere Eiswürfel für Sie. Ja, Entschuldigung. Ich glaube, wir wollen nichts von ihm kaufen. Nein. Kaffeebecher, damit haben wir auch noch gar nichts irgendwie. Ich hätte nichts gegen einen Gratis-Kaffee, aber sein Becher sieht leer aus. Vielleicht möchte er ja Kaffee haben. Er hat gefragt, ob er Jahrmarktsmünzen nimmt. Nö, Pech gehabt. Gut. Spezialitäten, die normalen Sorten. Okay, also er spricht nicht irgendwas Neues dann. Hätte ja sein können. Was ist hier mit der Tür? Die sind taub, die Leute. Da macht keiner irgendwie auf. Was hat es mit dem Sonnenschirm und den Waffeln und so noch auf sich? Irgendwie müssen wir den Typen doch mal ablenken können. Oder er will vielleicht weg von dem Müll hier irgendwann oder so. Vielleicht können wir mit dem Müll noch was machen. Wir zünden den Müll an. Ich weiß, dass das Müll ist, aber naja, ich mag meinen persönlichen Müll zu sehr. Wenn sie nicht nur schon voll wäre, ist aber echt schade. Oh, das wäre ein guter Test, um zu überprüfen, ob da Alkohol drin ist. Ich halte die Flamme mal ins Loch und... Ah, ich glaube langsam, dass in diesem Fass nichts drin ist. Verflixt. Okay, hätte ja klappen können, ihn damit abzulenken oder so. Was haben wir denn im übrigen Inventar? Wir könnten ja mal einen Keks benutzen. Warum nicht? Muss ich wirklich? Okay. Knusper, knusper, die leckeren Kekse. Damit Hector nicht wegrennt, brauche ich etwas, um ihn davon abzuhalten. Handschellen zum Beispiel. Achso, der gibt uns jetzt einen Tipp auf was ganz anderes.
bin ziemlich sicher, dass ich welche in meiner Wohnung gesehen habe. Ah. Aha. Da haben wir die letzten Tage. Ja, Kekse wieder mich jetzt an. Ich habe zu viele gegessen. Ja gut, wenn wir schon mal den Tipp bekommen, gehen wir als nächstes wieder nach Hause. Ins Wohnung. Und suchen dann nach den Handschellen. Das machen wir dann aber im nächsten Part von Demetrius, Leute. Ich ist schon wieder vorbei. Wir hören uns im nächsten Part. Bis dann. Bis dann. Tschüss.